Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und ja, die Gerüchte stimmen heute. Am 13. August 2019 werde ich tatsächlich ein Jahr älter und zwar 12. Wie alt bin ich jetzt? 12,5000000000001. Nein. Ich sage mein Alter immer extra nicht, weil, keine Ahnung, dann könnt ihr ein bisschen überlegen. Oh, wir haben übrigens ein Achievement bekommen und da ja heute mein Geburtstag ist, kann ich im Endeffekt in dieser Folge machen, was ich möchte. Ich habe mich deswegen dazu entschieden. Wir werden jetzt, in dieser Folge werden wir im WTF-Account sein. Ich habe jetzt hier zwar schon mal WTF geschrieben, ich bin allerdings nicht so ganz zufrieden mit dem Aussehen. Wir müssen mal gucken. Irgendwie passt das noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, das WTF. Ich habe das mal so ein bisschen umgebaut alles. Trübskis haben wir. Zauber haben wir. Wir können noch ein bisschen farmen. Das ist auch definitiv notwendig. Wir müssen ordentlich farmen. Wir müssen noch ein bisschen was ausbauen. Vor allem natürlich, wie immer, Elixier in diesem Dorf. Das ist die Nummer 1 Währung. Definitiv, Gold brauche ich ja gar nicht. Also, sobald die Verteidigungen einmal gebaut sind, muss ich sie ja nicht weiterentwickeln. Deswegen, Gold können wir komplett vernachlässigen. Allerdings, mein Geburtstagsgeschenk heute für mich wird sein Elixierfarmen. Auf jeden Fall. So, da müssen wir mal gucken, dass wir das hinbekommen. Ich würde aber sagen, wir machen einen Cut. Ich muss ganz kurz warten. Oh, nee, wir machen keinen Cut. Rathaus 7 zwar, allerdings kriege ich den, glaube ich. Zumindest den Loot, ne? 350.000 hat er von Boydim. Das sind so 384.000 Gold sogar. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Rups, mal einmal drumherum. So, Moment, wollte ich gar nicht verschieben. Einmal die Magier hinterher. Da hat er auch noch einen. Da hat er auch noch einen Magier-Turm. Oh no, nix so gut. So, das bitte kaputt. Sobald die Luftabwehr kaputt ist, kann ich da schon mal weitermachen. Und zack, jetzt drauf. Bitte schnell. Oh, der schiebt er sogar. Schiebt sie sogar weg. Was haben wir jetzt schon geholt? 249.000 haben wir. Da geht doch noch was, oder? Da ist doch noch ein richtig voller Sammler. Ich meine, wir werden nicht alles holen. Allerdings, ja, vielleicht reicht es ja für... Oh, es reicht für einen Stern. Yes! Es reicht für einen Stern. Der Geburtstagsstern ist abgeliefert. Alles klar, das reicht. 327.000 habe ich mittlerweile. Ich habe gesehen, es gibt noch einige richtig teure Sachen, die wir machen müssen. Zauberspruchfabrik. Also Zauberfabrik. Zauberfabrik. Ansonsten, ich glaube noch eine Kaserne. Armeelager nicht mehr. Im Labor haben wir noch ein paar Sachen übrig. Boah, wir haben 1 Million Gold. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich ein Geschenk abbaue, weil ich hier schon wieder, ich hab hier schon wieder viel zu viele Geschenke. Die brauche ich gar nicht alle, deswegen werden wir auf jeden Fall das ein oder andere Geschenk gleich mal abbauen. Ja. Die Mauerbrecher brauche ich auch nicht. Ach, Geburtstag. Das ist immer der schönste Tag im Jahr, oder? Ach, wobei Weihnachten finde ich eigentlich noch schöner, weil Weihnachten ja einfach alle dann was davon haben. Geburtstag habe ich ja nur was von im Endeffekt. Deswegen Weihnachten ist eigentlich noch ein bisschen besser. So, das passt auch. Ich glaube, ich habe zu viele Mauerbrecher jetzt. Ne, 4 Stück nur, okay. 4 Stück nur, das passt ja. Zauber. So, wir fragen mal an. Ich brauche Verstärkung. Armeelager kann ich sogar ausbauen für 750.000, Alter. Und noch eine Kaserne auch noch. Boah, ist das teuer. Wir müssen den Sternenbonus unbedingt holen. Der liegt bei 140.000. Das macht schon was aus. Allerdings möchte ich auch noch ein Geschenk entfernen. Danke, danke. Oh, in 8 Tagen, stimmt. In 8 Tagen und 20 Stunden sind schon die Clanspiele. CW haben wir auch am Start. Das läuft auch. Ich bin nicht drin, aber... Ich dachte mir, wäre für die Leute ja nicht schlecht, wenn wir noch einen machen. Ansonsten, ja, haben wir alles. Können auch mal angreifen. Wir machen einen kurzen Cut. Ja, das sah erst so aus, als hätte er hier voll viel Zeug. Allerdings, das täuscht. Ne? Nur 136.000. Auch an der Grenze. Aber wir müssen viel holen. Wir müssen viel Elixier holen. Müssen am besten den Bonus auch noch holen heute. Das wäre wichtig, damit wir da vorankommen. Kurzer Cut. Und bis gleich. Okay, wir haben noch mal einen gefunden mit
ziemlich viel Elixier. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie rankomme. Vor allem jetzt hier so an diese beiden Sammler vielleicht. Oh, der hat sogar einen Held. Oh, das könnte ein bisschen problematisch werden. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Boah, das wird schwierig. Aber er hat so viel Loot. Den kann ich nicht aufgeben. Den kann ich nicht aufgeben. Den kann ich nicht... Oh, komm, 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 komm. Sprengt es offen, bitte. Sprengt es bitte. Ah, vor allem geht doch... Geht doch da drauf, wo da noch was ist. So. Nachdem da ja fast schon alles kaputt ist, von meinen Riesen, müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt noch irgendwie gerettet bekommen. Aber wobei, ein bisschen haben wir schon geholt. Ein bisschen Elex haben wir schon. Da vorne ist auch noch ein bisschen Elex. Muss ich mal gucken, dass ich da noch was weghole. Hier noch was weg. Naja, wir werden mal sehen, ob da noch was geht oder ob da nichts mehr geht. Es ist schwierig gegen eine 7er Base, glaube ich. Ich glaube, gegen eine 7er Base ist es schwierig. Komm. Noch den Tesla, bitte. Noch den Tesla haben wir. Den Sammler will ich noch. Den Sammler noch. Wenn wir den Sammler noch komplett kriegen, dann ja, werden wir mal sehen. Könnte es noch was werden? Okay, das ist weg. Die Kanone ist weg. Ja, jetzt fällt er gleich hin. Im Endeffekt waren es mehr Prozente, als ich erwartet habe, weil wir liegen bei 36%. Das war echt mehr, als ich gedacht habe. Es ist nicht so viel, ja, nicht so viel Loot gewesen. Wo lebt da noch was? Ach, da oben. Da oben lebt noch ein einziger, einer? Ja, ein einziger Bogi lebt da noch. Ah, 124.000. Okay, das geht besser. Das geht auf jeden Fall besser. Wir brauchen Truppen. Wir müssen auf jeden Fall was ausbilden. Wir nehmen einige mit. Wir nehmen mal ruhig ein paar davon mit. So. Rest davon. Es ist jetzt eine teure Armee. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir was Richtiges, dass wir auf jeden Fall was Richtiges hinbekommen. Wir machen jetzt einen Cut. Ich werde aber noch ein Geschenk abbauen. Und zwar, das hier liegt auch noch ein bisschen drin. Boah, das ist vor allem so viel. Das ist so viel Elex, was da rauskommt, ne? Das ist so viel Elex. Was ist noch im Chat los? Hat wer Freeze reicht? Ich habe leider keinen. Ich hab leider keinen Freeze. Tut mir leid. Ich kann die Zauberfabrik, aber. Für 400.000 kann ich es upgraden, dann kriege ich einen Heilzauber. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich werde noch ein bisschen sparen. Und dann auf jeden Fall bis gleich. Okay, wir haben nochmal ein, was ist es? Ein Rathaus 7. Und das bedeutet, er hat natürlich nochmal ziemlich viel Loot für uns. Und in diesem Fall kommt uns zugute, dass er alles in den Minen und Sammlern hat. Allerdings, ja, davon ist noch ein voller Sammler. Allerdings, ich möchte eigentlich ja nur das... Eigentlich möchte ich ja nur das Elixier haben. Und der Rest ist mir jetzt erst einmal egal. Hoffentlich klappt das, dass sie da reingehen. Okay, wir wollen das Rathaus haben. Wir wollen das Elixier haben. Zweiten Stern werden wir, glaube ich, nicht kriegen. Einen Stern haben wir zumindest schon mal. Das schon mal gut. Ja, oben ist noch was. Gold ist noch da. Ansonsten, den zweiten Stern kriegen wir eh nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, den Rest können wir uns noch sparen. Komm, der Minenwerfer ist noch down gegangen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. 33%, ja. Wo ist denn noch Elixier? Da oben ist noch Elixier. Aber Leute, ich glaube, ich spare es mir. Denn ich habe jetzt noch 11 Bogies. Nur was soll ich machen? Die werden ja im Leben nicht noch irgendwas kriegen. Oh, drei Zuschauer. Was ist da denn los? Die Leute sind... einer. Oh. Zu früh gefreut. So, wir fordern nochmal an. Und das... An meinem Geburtstag. So. Und das an meinem Geburtstag. Oh, Schweine. Auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht oft gehabt. Ich hab noch ein Tränkchen reingeschmissen. Im Endeffekt können wir noch einen Angriff machen. 10 Stück davon. 5 Stück davon. Oh, 6. 5 Stück, 6 Stück, 8 Stück davon. Ein paar. Wir nehmen ruhig Barbaren noch mit. Das passt auch. So, oh, Moment. Alles Gute, danke, danke. Danke, danke. Ich werde das auch noch abbauen. Ich brauche das Elixier so dringend. Wir haben 130 von 135. Oh, wir können noch einen machen. Wir können einen Angriff machen. Ich habe Level 1 Schweinchen drin. Ist aber egal, die kann ich ganz gut gebrauchen. So, 33, 133. 750, dann kann ich noch ein Armeelager machen. Das wäre sehr wichtig. Boah, die sind so teuer. Warte mal. 3 Stück. 3 Armeelager. Okay. Das wird einiges kosten. Wir machen jetzt noch einen Angriff. Ich bin motiviert.
Wir kriegen das hin. Wir farmen noch ein bisschen Elixier. Kurzer Cut, Leute, und bis gleich. Okay, ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal weitergedrückt und diesen hier nehme ich jetzt auf jeden Fall mal mit. Er hat hier einiges nebeneinander. Und ich muss jetzt einfach mal hoffen, dass die Schweinchen gut genug sind. Ja, um sich vielleicht die Luftabwehr zu holen, das wäre sehr gut. Ja, haben sie gemacht. Haben sie gemacht. Haben sie gemacht. Ah, danke für die Schweinchen. Ich weiß nicht mehr, wer mir die gespendet hat, aber es ist auf jeden Fall gut gewesen. Sie helfen mir extrem weiter. Sie helfen mir extrem weiter. So, das ist auch weg an der Seite. Da ist noch was. Ja, das war blöd. Die da hinzusetzen, glaube ich, die Bogies. Ich glaube, das war nicht so schlau. Aber, Leute, ich glaube, wir kriegen sogar zwei Sterne hin. Ich glaube, wir kriegen sogar zwei Sterne hin hier. Aber wir kriegen das ganze Elixier. Oh, wir sind jetzt fast bei einer Million. Wir sind fast bei einer Million Elex. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, die Millionen. Die Millionen Elex müssten wir kriegen. Die Millionen Elex müssten wir kriegen. Und bitte noch das Rathaus. Das Rathaus bitte auch noch. Ah, es wird, glaube ich, knapp. Ich glaube nicht. Ah, Mann, ich dachte, wir kriegen den zweiten Stern. Aber wir haben die Millionen Elex. Immerhin. Eine Million. 1.004.000. Sehr gut. Das bedeutet, wir können noch was ausbauen. Und zwar hat ja gesagt, das Armeelager. Für 750.000 und in 3 Stunden ist die Kaserne fertig. Dann kann ich eigentlich die Zauberfabrik auch direkt noch machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Lasst es kochen, guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.